Essen macht Menschen glücklich und genau deshalb habe ich diesen YouTube-Channel hier gegründet. Du bist bei Ruffys Recipes. Schön, dass du dabei bist. Wir kochen leckere, gesunde, schnelle und vor allen Dingen günstige Küche. Heute mit 5 Reibekuchen-Variationen, die ihr zu Hause nachmachen könnt. Von herzhaft bis süß und ich würde sagen, ich zeige euch mal, was da abgeht, Freunde. Let's go! Ruffys Recipes. Ruffys Recipes. Ich verwandle Standardmehl zu dem Fies. Befilm und deine sauber fließt. Vom Grillgut bis ins Paradies. Wenn du das so abonnierst. So, und zwar machen wir heute Reibekuchen. Klassisches Rezept, ein bisschen aufgetunt. Als allererstes brauchen wir leckere Kartoffeln. Nachdem wir unsere Kartoffel runtergerieben haben, müssen wir das erstmal ein bisschen Flüssigkeit aus den ganzen Kartoffeln kriegen. Und dafür einfach in eine Schale rein und mit einem Küchentuch draufdrücken, dass das ganze Wasser runtergeht. Als nächstes für unsere Kartoffelmasse brauchen wir Mehl und Eier. Mischen wir drunter, damit alles ein bisschen sticky wird und wir das geil abbraten können. Teig ist fertig. Wir brauchen auf jeden Fall Backpapier, weil sonst versauen wir unser schönes Arbeitsbrett. Deswegen formen wir uns jetzt unsere Puffer, bevor wir die gleich schön abbraten werden. Los geht's! Wir machen unsere Pfanne heiß. An der Zeit, wo die Pfanne heiß wird, widmen wir uns jetzt unserer Creme Fraiche. Für unsere herzhafte Variante 2 Prisen Salz in die Creme Fraiche und ein ganz bisschen Muskatnuss. Das könnt ihr einfach mit so einer Löffelspitze dazu tun. Nicht zu viel, weil wir es ja auch schon in der Masse haben. Diese können wir jetzt entweder so lassen oder wir machen ein bisschen Zucker dran. Ich in meinem Fall habe hier so ein Dessertgewürz, so eine Mischung geholt, wo auch ein bisschen Zimt mit drin ist. Das werde ich jetzt unterrühren und dann mixen wir das einfach alles um und dann kommt es nachher schön auf die Puffer oben drauf. So, wir brauchen auf jeden Fall viel Öl, damit wir die Puffer durchbraten. In der Zeit, wo das brät, können wir schon mal unsere Sucuk schneiden, unsere Banane schneiden, unseren Apfel schneiden. All die schönen Zutaten, die wir gleich auf unsere geilen Kartoffelpuffer draufpacken werden. Let's go! So, jetzt braten wir uns Apfelscheiben. Der Apfel karamellisiert jetzt langsam und so einen Sucuk haben wir abgebraten. Und der Rest ist eigentlich nur Plug and Play. Leute, wenn euch der Channel gefällt übrigens, wäre ich euch sehr verbunden, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Gerne auch kommentieren und liken. Wird geil, wird lecker, wird tasty. Wir nehmen einen von unseren wunderschönen Puffern und bestreichen den jetzt mal mit unserer Creme Fraiche, die wir mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss verfeinert haben.
eine schöne Scheibe Lachs. Sucuk für Sales. Dafür einfach ein paar Scheiben nice drauflegen. Mmm, Sucuk. Zeit für unsere süße Variation und dafür nehmen wir unsere Creme Fraiche, vorbereitet mit Zucker, Zimt. Und Freunde, jetzt guckt euch an, was wir gebaut haben. Reibekuchen at its finest. Da ist ein Fettfleck auf der Linse, warte. Den müssen wir wegmachen. Warte, hier. Komm mal her.